Und mein Bruder, der war ein Jahr ganz hart gesotten. Meine Mutter hat mal geäußert, ihr dürft nicht stehlen, kein Menschen was wegnehmen. Aber wenn ihr den Russen wegnimmt, das ist kein Diebstahl. Und das hat er sich zu Herzen genommen. Und er war auf dem Sportplatz, da war so wie so ein Tennishäuschen. Und da konntest du auch den Türendrücker abdrehen. Und das hat er beobachtet. Ich weiß noch, der Kommandant von hier, der hieß Zerolnik, ein Russe. Und der hat da alles zusammengeklaut. Und übrigens, die Hängematte, was ich sag, die liegt noch, die ist noch von dort. Und dann hat er gesehen, wie er denn unter dem Tür den Drücker dahin gelegt hat. Dann war der abgeschlossen, bloß mit dem Drücker. Naja, hat er beobachtet und hat er gesagt, du bist betrunken, du musst Schmiere stehen. Der hat alles, der hat Rollschuh, der hat alles. Naja, und er wollte die Rollschuh haben. Naja, und dann hat er gesagt, du musst ja nicht pfeifen, wenn was ist, wenn da irgendeiner kommt. Ich habe schon gepfiffen, da kam doch ja keiner. Ich hatte so viel Angst. Und dann kam er an, hat ihm Regen gescheuert. Mensch, guck, und ich will doch die Rollschuh haben. So, naja. Er hat da viel rausgeholt. Aber der war hart gesotten in dieser Richtung. Weiß ich auch Pimpf, Jan. Du? Was? War Fred nicht auch Pimpf? Er war Pimpf, ja. So da durftest du nicht so auf die Seebrücke. Die haben geschossen. Wie wir von Rügen kamen und sind freudestrahlend den Strand lang gegangen, da haben die geschossen. Geht der so im Sand. Da hast du allerhand erlebt. Allerhand erlebt. Und dann musstest du immer los. Dann wurdest du nachts hier weg. Und dann musst du in den Wald Bäume absägen. Natürlich hast du so einen Baum nicht abgesägt gekriegt. So eine Bäume, das war ja totale Frevel. Ne? Die kleinen Buchenbäume haben wir alle abgesägt. Und dann auf dem Langholz waren, hat mein Vater uns hier weckt. Jungs, ihr müsst raus, wir müssen Holz holen. Und dann ging das los. Dann hat er so ein Gurt umgehabt. Dann haben wir gezogen wie die Pferde. Dann konnte er auch nicht genug kriegen, weil er den Baum so voll gepackt hat. Das wird er gar nicht rausgezogen, kriegt er aus dem Wald. Ja. Jo, dann musste er beim Förster vorbei. Wenn dich der erwischt hat, ja, dann musste er alles abladen und dann noch Strafe bezahlen. Und Geld hatten wir ja gar nicht für Strafe. Und deswegen musstest du in der Nacht raus. Dann hast du geleuchtet, wo ein Baum ist, und hast du dann abgesehen. Das war schlimm. Denn ich will sagen, heute sagt man ja, die Jugend ist nicht belastbar. Aber wenn du Hunger hast und du wirst getrieben bis zum Äußersten, dann sind wir mit den Wagen. Von hier in Sinnewitz war die Brücke gesprengt, der Übergang, wo die Straßenbrücke geht. Da musstest du den Wagen musstest du in den Heringsdorf auseinandernehmen und dann reinbringen. Und da raus. Wieder zusammensetzen, unten runter, hoch auf der anderen Seite, da geht der Zug, ging der andere Zug weiter. Da wieder auseinandernehmen, rennen und dann nach Wolgast hin, wieder zusammensetzen und dann gingst du los. Über die Brücke damals noch. Ja, nein, alles zu Fuß. Denn bis hinter Jam bin ich fast zusammengebrochen. Dann hat der Bauer mir einen Schluck Milch gegeben und hat gleich ausgebrochen. Da hat der Magen gar nicht mehr angenommen. Es war ja alles, du hast ja gar nicht im Leib gehabt. No, dann hat mein Vater, der hat seine Lackschuhe mitgenommen und von der Hochzeit noch und so und alles verscheuert. Und dann hat er 4 Cent eine Kartoffel gehabt und dann war die Brücke auch noch kaputt. Der musste sie mit dem Trajekt drüber mitten. So. Und das war verboten, du durfte die Kartoffel nicht ernähren. Dann kam die Wasserschutzpolizei und dann sollte der Vater die wieder abgeben. Und ich wusste, dass mein Vater gar nicht schwimmen konnte. Und dann hat er den Polizisten in die Binde gekriegt, hat gesagt, dann gehen wir beide ins Wasser, denn du kriegst keine Kartoffeln hier. Was meinst du, was da los? Und ich hab geheult. Was meinst du, was? Ich kann nicht
kann dir das ja nicht erzählen. Dann glaubst du, das sind Spinnergeschichten. So eine schlimme Sache haben wir. Und dann waren wir von den Eltern getrennt. Dann waren wir auf den Rügendamm. Und der war ja auch gesprengt. Und dann haben sie eine Behelfsbrücke gebaut, so. Und dann war alles in Ordnung. Und wir haben ja dann immer Stück für Stück rüberbringen müssen. Da war ich auch nur mit so einem kleinen Mädchen. Die saß immer bei mir auf dem Schoß und weinte auch immer. Und ja, dann kam so ein Russenauto an und dann brach die Brücke kaputt. Und dann saß ich mit der da und die Eltern saßen auf der Seite. Und dann wurde es Nacht. Dann musste ich der was vorsingen. Das sind Sachen. Und da haben wir was mitgebracht. Haben wir jetzt wieder getroffen, ne? Bei Maria Lena. Ja, die haben wir wieder getroffen. Die hat sich gefreut. Das ja auch noch mal machen können. Nee, das waren ganz, ganz schlimme Sachen. Und mit meinem Vater war ein Krieg. Und die Mutter musste alles machen. Und die war auch so spindeldürr. Tja, unsere Oma war keine starke. Aber nee, vom Charakter. Die hat unheimlich viel geleistet. Was hat sie für uns getan? Und sie hat uns gut durch die Schule gebracht und alles. Ja, die hat viel gemacht. Obwohl manche dann sagen, und wir waren nicht weit ab von der Hexe, also die konnte gar nicht wehren bis zum Gegner. Ja, die musste sich ja durchsetzen. Aber als Mutter hat sie viel geleistet. Ja, musste ja. Und unser Glück war ja auch noch, dass sie auch recht klug war. Sie konnte sehr gut schreiben, sehr gut rechnen. Die rechnete noch so wie so eine Abkassiererin. Also das habe ich nie geschafft, so wie sie das. Ja. Und dann kam mein Vater aus ihrer Gefangenschaft. Und Mutter hat gedacht, Mensch, was setzen wir denn davor? Und dann hat sie aus Kaffee gewohnt, hat sie dann Kuchen gebacken. Dann kam so, mein Vater, der kam von Amerika. Ja, der hatte doch der war in der Vassierskadettenmiss, der hat gelebt, der war dick, weißt du. Und sie setzte ihm dann den Kuchen vor. Und wir hatten ja Schlöger. Und dann, Mutti, kann ich noch ein Stück? Ja, ein da. Lass mich nicht alles hier, Vater muss auch noch was haben. Und der hat sich können wir dann noch. Und der hat gekaut. Jungs, erst mal, hat er gesagt. Hat er ja nicht. Ja. Und dann ist er mit uns dann los, hat er gesagt, das muss anders werden. Und dann ging es ja rund. Ja, aber wenn die Bauern dir nichts mehr gegeben haben, die haben gesagt, wir haben schon alle, wir brauchen noch bloß noch einen Teppich für den Kuhstall, haben sie dir gesagt. Hast du nicht gekriegt? Was so eine hier? Ich kam ja damals die Perlungsstrümpfe auf, ne? Was? Die wollten haben. Wer? Perlungsstrümpfe kamen ja. Dann auf. Und dann hat die mein Vater gesponnen, weil er Berliner Dialekt hat. Woher kommen Sie denn? Kommen Sie aus Berlin? Ja. Naja, können Sie da nicht Seidenstrümpfe mitbringen? Ja, eine Tochter und so. Ja. Klar, hat er gesagt, Mutter, das mache ich doch und dann bringe ich mit. Und dann hat er gesagt, Jungs, wir müssen hier, müssen wir laufen vor dem Gehöft, ja. Da die uns bloß nicht sehen. Ja. Der hat ja für das Versprechen, hat er dann St. Lecker Doppel gekriegt. Ne? Hat er aber keine Perlenblumen, wo soll er die her? Da waren Sachen, du. Da waren Sachen. Ja, wenn du so eine Sache hörst. Deswegen sagt man manchmal, so, ja. Den Leuten geht es heute viel zu gut. Deswegen kommen sie so zu den blöden Ideen.